So, hallo zu meinem nächsten Zooprojekt. Ich glaube, das ist jetzt Nummer. Ist das jetzt Nummer 4? Nee, das ist erst Nummer 3. Nummer 3. Ja, ich habe eine Folge nicht veröffentlicht, deswegen. Also, wie man sieht, ist der Eingang ein bisschen neu vom Tierpark Neuburger. Und wenn man reingeht. Ah, oh, das geht so schnell. Ups. So. Hier ist auch ziemlich viel neu, da das eine komplett neue Zookarte ist. Ich habe komplett neu begonnen. Ja. Erstmal kurze Übersicht. Ich halte mich jetzt mehr an meine Urvorgabe, dass das ein älterer Zoo sein soll, der sich ausgebaut hat. Sprich, ist das hier eine alte Verwaltung mit einem Gebäude, Misthaufen und Heulager. Daneben ist ein altes Streichelzoogehege. Entschuldigung, ich bin zurzeit erkältet und ich muss mich voll konzentrieren, dass ich ja ein Wort richtig rauskriege. Also Streicheltiergehege, das jetzt eine Zeit lang leer stand und jetzt ein Fuchs drin ist, der von einem Auto angefahren wurde. Ja, so kleine Stories, ich mag das so. Erlebe ich ja auch jeden Tag in der Arbeit und ja. Dann das hier ist das Ottengehege, europäische Fischotter, mit hier so einem schönen Tunnel. Tunnel, Tunnel, wenn man reinfährt, wird es dunkel, wenn man rausfährt, wird es hell. Ja, fällt mir spontan ein. Ja, hier kann man sich die Otten von unten ansehen, da hinten sollen noch ein paar Schilder hin. Muss ich noch ein bisschen Coding üben, dass ich ein paar Schilder machen kann. Dann da ist der Ottenstall. Da kann man reingucken. Da hinten ist der Bereich für die Tierpfleger. Ja. Oh, jetzt hängen sie wieder. Ich sollte nicht so viele Programme gleichzeitig offen haben. Dann schauen wir es uns im Laufen an. Schnellkurs durch den Zoo. Ja, jetzt gehen wir hinter zum neuen Hirschgehege. Nicht mehr begehbar, dafür mehr Platz für die Hirschis. Auch nicht mehr so ein schöner See mit erhöhtem Weg, sondern ein großer Stall, viel Freifläche mit Wäldern am Rand zum Verstecken. Und hier diesen Wassergraben. Wenn man hier rüber geht, kommt die Europavoliere. Das ist auch noch im alten Bereich und dadurch. Sieht es auch so aus, das alt wäre. Und hier werden eben die europäischen Vögel gehalten. Hinten ist dann das Avivarium. Eine Mischung aus Aves, was Vögel auf Lateinisch bedeutet, und Aquarium, Wasserbecken, Wassergehege. Ja, okay. Das hier soll mal ein Kasuargehege werden. Uiuiui. Und ehrlich, Kasuare sind zwar gefährlich, aber das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, das ist übertrieben. Ja. Jetzt gehen wir erstmal nochmal kurz am Vogelhaus vorbei, denn ich will euch meinen Lieblingsbereich bisher zeigen. Da habe ich jetzt extrem viel Mühe reingesteckt, nämlich die Afrika-Terrasse. Da ist erstmal da hinten die sogenannte Ranch. Also die Ranch, das ist einfach ein Revierleitergebäude. Und ja, wenn man hier rüber geht, kann man raufgehen zur Terrasse. Da sind eben hier so Einkaufshütten und hinten eine Toilette. Und da sitzen die Tierpfleger wieder vorum. Schmarrn, das sind Zooführer. Ja, das will ich auch noch machen, dass Tierpfleger und Zooführer gleich aussehen. Ja, da ist eben das Zebragehege. Da sind die Pinselis. Soll nicht so. Oh. Kommt mir schon fast vor wie so ein Ego-Shooter-Spiel. Gibt's ja auch ein Hack. ja, Heng.
Huch, die Tür ist ja noch zu. Ach, egal. Ja, jetzt mal von unten. Hier sind die Pinselies. Hier ist dann ein Hyänengehege, Tüpfelhyänen. Das ist ein großer Flamingosee für Zwergflamingos, sprich groß für klein. Und jetzt mache ich noch einen Trick. Jetzt gehen wir schnell runter in den Stall unter der Terrasse. Dazu müssen wir durchs Zebragehege. Übrigens, ich habe jetzt zum ersten Mal festgestellt, dass die Tiere tatsächlich so Pflanzen fressen, wenn kein Futter vorhanden ist. Genial. Ja, hier ist jetzt eben der Stall unter der Terrasse. Ja, da oben ist die Terrasse und hier ist der Stall. Pinseli-Boxen, 2 Stück. Eine Hengstbox für die Zebras, genug Zebra-Einzelboxen und hier hinten sind dann 2 Kudus, also die sollten sich vertragen, meiner Meinung nach. Welche Tür muss ich jetzt nehmen, dass ich wieder hochkomme? Die hier. So. Oh, krank sein ist blöd. Gott sei Dank habe ich zurzeit Berufsschule. Ja, ihr merkt, ich renne da jetzt wie ein Blöder durch. Ich will euch den ganzen Zoo zeigen. Ja, machen wir einen Rundkurs. Dann gehen wir jetzt durchs Vogelhaus. Ja, da habe ich jetzt hier... das ist jetzt SOA-Abteilung, sprich Südostasien. Hier kommen die die asiatischen Vögel hin. Wenn man hier weitergeht, kommt man in die Freiflughalle. Habe ich gedacht, es funktioniert schon und habe versucht, hier so einen Zaun hinzusetzen, diesen Befestigungszaun, weil Tiere gehen da drüber, da geht alles drüber, der hat ja kaum Funktionen. Und dann musste ich feststellen, dass die Tiere tatsächlich so schlau sind und hier durchgehen. Ja, schade. Hier können wir auch rein, das ist jetzt einmal Casua Box. Und einmal Inkubatorkammer mit Beleuchtung. Und hier, falls der Winter ein bisschen zu heftig wird oder falls mal ein Vogel krank wird, die Europa-Quarantäne. Und hier draußen ist dann das Reviergebäude. Ja, hier sind auch nochmal ein paar Türen. Ja, das ist jetzt Australien und Neuseeland. Da habe ich nur 2 Quarantänen. 2 Schaukäfige. Und da soll eine Futterküche rein. Ja, hier auch ein bisschen dürftig ausgestattet. Sollen noch ein paar Schilder hin. Hier ist die Box für einen Schuhschnabel. Also das einsehbare Haus vom Schuhschnabel, der in dem Zoo einen ganz witzigen Namen hat, nämlich Adidas. Fand ich irgendwie witzig, einen Schuhschnabel Adidas zu nennen. Ja, dann ist hier jetzt wieder, ja, wie man merkt, Schuhschnabel Afrika. Das sind die Afrika Schau. Und hier ist wieder das SOA. Also gehen wir jetzt wieder raus aus demselben, wo wir rein sind. Und jetzt gehen wir mal über die Wiese. Ja. Und hier ist eben der See. Wunderschön. Den ganzen Seerosen. So, dann ist hier das Erdmännchengehege. Eine schöne Löwenstatue. Hat Snow Leo super gemacht. Und hier das, die Außenvoliere vom Schuhschnabel. Das Außenlöwengehege. Jetzt renne ich gegen den Zaun. Wow. Ach so, die Türen gehen zu, wenn man Spiel beendet. Okay. Das reicht normalerweise schon.
Ja, okay. Drin sind wir. Ja, diese Schilder verändere ich noch. Also mache ich auch eigene, meine ich. Dann hier die Löwenboxen. Wie man sieht, Snowleos Raubtierhaus. Und ein bisschen verfeinert mit Flamingo-Box. Da hinten sind Roxys Elefantenzäune, die man auch super als Tor für Flamingos verwenden kann. Und bei den Flamingos kann man von zwei Seiten rein, also das ist immer symmetrisch gebaut, dieses Haus. Und hier ist die Hyänenbox und jetzt gehen wir noch hinter. Alle Vegetarier, jetzt bitte die Augen zuhalten und Ohren, denn hier ist die Hühnerzucht. Ja, der Berg muss noch weg. Wofür die Hühner gezüchtet werden, ist euch wohl klar, oder? Ja. Dann hier wieder ein Revierhaus. Ist ja natürlich ein eigenes Revier. Ja, das ist ein bisschen gefährlich, dass man da so nah vorbeigeht. Muss man halt den Mitarbeiter warnen, der gerade da ist. Hier ist das Futterlager, also die Futterkühlung. Da ist die Lastwagenlieferteil. Lastwagenanlieferung. Da gehen wir jetzt auch gleich mal raus. Ja, hier fährt der Lastwagen rein. Da steht von irgendjemandem das Auto im Weg. Und da ist die Tür. Ja. So, jetzt wären wir fertig. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon wieder gedauert hat. Im Notfall werde ich das im Schnelldurchgang abspielen. Ja, okay. Dann haben wir das jetzt mal soweit. Ich habe euch alle Hinterteile der Dings gezeigt. Ja, jetzt mal von oben. Das wunderschöne Vogelhäuschen. Das Raubtierhaus. Ja, ja, ja. Eigentlich wollte ich jetzt mit dem Bau vom Terrarium beginnen. Also der Krokohalle mit Terrarium. Dazu müssen aber noch hier die Fossas hin. Weil wenn man ins Terrarium reingeht, ist der erste Bereich gleich Madagaskar, weil ich unbedingt Madagaskar-Krokodile haben will. Fragt mich nicht wieso, ich will sie einfach haben. Die sind einfach schön. Und zusätzlich habe ich dann auch in die Halle noch Katas mit eingeplant. Ja. Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut und das Terrarium baue ich im nächsten Projekt, das ich jetzt nachher gleich filmen werde. Aber als erstes muss ich jetzt mal die Intro filmen, die ihr wahrscheinlich, wenn ich es richtig gemacht habe, schon gesehen habt. Also, ciao.